Bundestagswahl 2021 im September sind wir Deutschen aufgefordert, einen neuen Bundestag zu wählen. Und zwar hängen noch keine Wahlplakate, es gibt noch keine Wahlspots und ganz viele Dinge müssen auch noch innerhalb der Parteien geklärt werden, so auch bei der Kölner SPD. Und bei uns ist heute Timon Della Vari. Der ist im Moment, ich nenne das jetzt mal so im Vorwahlkampf, wie wir das, glaube ich, aus Amerika so ein bisschen kennen, innerhalb der SPD. Es geht um den Platz sozusagen für einen der Wahlkreise in Köln. Sie wollen gerne den Bundestagswahlkreis 93, also Köln 1, für sich gewinnen. Sie haben auch Mitstreiter, die das auch gerne möchten und befinden sich, wie gesagt, gerade im Vorwahlkampf. Herr Della Vari, wie ist denn so ein Vorwahlkampf in Corona-Zeiten, also wie muss man sich das vorstellen? Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Sie sich in irgendwelchen netten Kölner Kneipen zum Kölsch treffen und da sozusagen Ihre Inhalte Ihren Parteikollegen oder Parteigenossinnen vortragen können. Ja, der Wahlkampf ist natürlich auch ganz anders, als ich ihn mir selber vorgestellt habe, wie alle sich den vorgestellt haben. Ich hatte in der Tat geplant, da ich ja auch in mehreren Arbeitsgemeinschaften in Köln inhaltlich arbeite, inhaltlich zu überzeugen mit vielen Menschen, die ich seit Jahren kenne, in der SPD und natürlich auch außerhalb in der SPD im politischen Spektrum reden zu dürfen, überzeugen zu können. Und jetzt ist es leider so, dass wie überall es nur über Zoom-Meetings vonstatten geht, über Telefongespräche, auch über E-Mails. Aber ich muss sagen, es ist bis jetzt sehr fair. Wir telefonieren auch und es klappt auch wunderbar, weil man sich dann kürzer halten muss. Also das ist auch der Vorteil. Kein ganz Unbekannter im politischen Spektrum. Sie waren von 2009 bis 2014 stellvertretender Bezirksbürgermeister in Köln-Kalk unter anderem. Sie waren auch mal bei den Grünen, sind zur SPD gewechselt. Vielleicht stellen Sie sich auch noch mal Menschen vor, die Sie jetzt nicht so aus dem SPD-internen Gremien und diesen Dingen kennen. Ja, mein Name ist Timon Della Vari. Ich war in Kalk 5 lange Jahre lang stellvertretender Bezirksbürgermeister in einem rot-grünen Bündnis. Wir haben damals nach 10-jähriger CDU-Herrschaft es geschafft, ein progressives Bündnis auf die Beine zu stellen. Und leider war das so, dass die Grünen sowohl in Kalk als auch in Köln den Bundestrend vorweggenommen haben und gesagt haben, wir wollen eher ein Anhängsel an der CDU sein oder in Köln sogar mit der FDP und der CDU gemeinsam zu arbeiten. Das habe ich anders gesehen, habe auch rechtzeitig davor gewarnt, dass in Köln die Grünen in eine andere Richtung gehen werden und das hat sich leider bewahrheitet. Ansonsten bin ich seit über 25 Jahren, seit Schülerzeiten bei den gleichen Themen. Ich bin mir treu geblieben, das ist Frieden, Umwelt und eine soziale Politik. Schöne Überleitung, da sind wir nämlich bei Ihren Themen. Sie sind auch in der Arbeitsgemeinschaft für Bildung der SPD, also der AfB, mit dabei. Ich glaube im Vorstand auch, wenn ich das richtig gelesen habe. Bildungs- und Integrationspolitik, da haben Sie unter anderem dann einen Punkt, den ich so ganz spannend fand. Sie sagen Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit. Wo hapert es da? Was könnte man besser machen? Wo ist auch sowas, wo Sie, wenn Sie in den Bundestag kämen, sich nochmal verstärkt für einsetzen würden? Ja, Bildungspolitik, habe ich auch gelernt, ist natürlich primär eine Aufgabe der Kommunen und der Länder, das ist richtig, aber wenn es um Bildungsfinanzierung geht und um die Rahmenbedingungen, wie eine Integrationsgesellschaft klappen kann und die innere Sicherheit forciert werden kann, muss man auf die Bundespolitik sprechen. Und das Hauptproblem ist, dass sowohl die Integrationskurse unterfinanziert sind, das gesamte Bildungssystem ist unterfinanziert und es wurden auch in den letzten Jahrzehnten leider massiv Stellen bei der Polizei und den Staatsanwaltschaften reduziert, was ich sehr schlimm finde. Und der jüngste Skandal ist, dass Polizistinnen und Polizisten, die uns auch durch die ganze Corona-Zeit begleiten, auch nicht prioritär in der ersten oder zweiten Impfgruppe sind. Also das sind solche Skandale. Man merkt bei Menschen, die wichtige Arbeit vor Ort leisten, aber leider nicht wertgeschätzt werden.
Sie haben schon das Thema Sicherheit jetzt auch angesprochen. Ein weiterer Bereich ist ja soziale Sicherheit und wirtschaftliche Sicherheit. Ist die SPD da, Sie sind glaube ich auch ein Kritiker der Hartz-IV-Reform, ja, der neoliberalen Agenda, die SPD ja und auch die Bundeskanzler Gerhard Schröder damals 2010 nicht angestiftet, aber zumindest auf den Weg gebracht haben und durchgesetzt haben. Ist das nicht auch ein wichtiger Aspekt, wo die SPD womöglich wieder ein bisschen mehr im Fokus oder das ein bisschen stärker im Fokus haben sollte? Genau so ist es. Ich war ja, man weiß jetzt von meinem Alter her, dass ich angefangen habe in der Politik als Schüler, um Helmut Kohl abzulösen, weil wir eine sozialere Politik haben wollten. Und dann gab es leider vier neoliberale Parteien im Bundestag. Und ich denke, gerade die SPD müsste wieder sich um die Menschen kümmern, die wirklich gerade in der Corona-Pandemie, besonders unter dem Sozialabbau, der schon bekanntlich vorher stattgefunden hat, leiden, sich für die einzusetzen. Also das Kurzarbeitergeld ist sehr löblich, das ist auch der SPD zu verdanken, mit hartem Widerstand der CDU durchgesetzt worden. Aber gerade im Niedriglohnsektor, gerade Minijobberinnen, die meistens Frauen sind, die haben leider nichts vom Kurzarbeitergeld, weil das ist nur 2/3 des vorherigen Gehaltes und die sind jetzt schon auf Grundsicherungsniveau. Und wenn wir an diesen Strukturen nichts ändern, dann wird die Corona-Krise noch zu einer sozialen Krise führen und wir werden massenhaft Altersarmut haben und Menschen, die sich in Köln die Wohnung nicht mehr leisten können. Und ich plädiere deshalb dafür, ein Kurzarbeiterinnengeld muss 90% betragen. Es muss steuerfinanziert sein, damit sich auch die oberen Einkommen daran beteiligen. Und wir brauchen Mindestkurzarbeitergeld von 1.200 Euro. Und die Agenda 2010, muss ich sagen, war ein Riesenfehler. Allein im Stadtbezirk Kalk leben 45-50% der Kinder und Jugendlichen unter Hartz-IV-Bezug. Also Armutsbekämpfung ist für mich kein Minderheitenthema. Es betrifft mittlerweile schon die Mehrheit der Gesellschaft. Wir werden Ende des Jahres noch sehen, wie die Zahlen leider nach oben steigen werden. Sprechen Sie ein Thema an, Sie wollen verschiedene Schichten der Gesellschaft glaubwürdig ansprechen. Ist das nicht schwierig, wenn die SPD aus der Großen Koalition kommt? Wir haben einen Finanzminister, der auch Kanzlerkandidat ist, schon der SPD, der auch durchaus in Cum-Ex-Geschichten nicht die beste Rolle oder die beste Figur gemacht hat. Ist das nicht schwierig, dann Menschen aus allen Schichten, vor allen Dingen vielleicht auch aus den Schichten, die eher unter Hartz IV auch leiden, anzusprechen und dann da auch glaubwürdig zu sein? Also ich denke, die SPD schon glaubwürdig. Norbert Walter-Borjans kommt ja hier aus Köln, den ich auch unterstützt habe, auch im parteiinternen Rennen, weil ich mir natürlich eine linke SPD gewünscht habe. Ich war auch in der Arbeitsgruppe Steuergerechtigkeit mit ihm und ganz vielen Mitstreiterinnen und Mitstreiter aus der Köln-SPD. Wir haben programmatisch uns weiterentwickelt, wie wir gerade Cum-Ex-Geschäfte bekämpfen wollen. Herr Walter-Borjans ist sich da mit uns einig und Herr Scholz auch. Und es ist ja gerade bei aller Kritik an der GroKo, die ich auch nach wie vor für richtig halte, ist es ja so, dass ja die SPD-Minister das Kurzarbeitergeld durchgesetzt haben und noch eine Erhöhung. Also Frau Merkel und die CDU wollten ja überhaupt das Kurzarbeitergeld nicht mehr verlängern. Und das ist übrigens auch, wo auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer sagen, das ist gerade die Chance, wo man kleinere und mittlere Betriebe unterstützt, damit diese Menschen im Betrieb gehalten werden. Kommen wir nochmal zurück zum Wahlkreis. Das war bei der letzten Bundestagswahl 2017 so, dass Herr Möhring von der CDU, also mit einem minimalen Unterschied zu sagen, Herrn Dürrmann den Wahlkreis, ich weiß gar nicht, ob er ihn abgenommen hat, ich meine, er hat ihn sogar abgenommen an der Stelle, ganz knapp sozusagen. Ja. Und das Ergebnis damals war eigentlich, die CDU lag vor der SPD auch mit 23, die Grünen hatten damals nur 13,5%. Wenn man jetzt auf die Europawahl blickt, wenn man auf die Kommunalwahl blickt, mit den sehr, sehr starken Grünen, wird das womöglich dann in ihrem potenziellen Wahlkreis eher ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Grünen, also oder doch mit der CDU. Was meinen Sie, wie das sich da sozusagen ausdifferenzieren wird?
Also es hat sich ja schon ausdifferenziert in den letzten Jahren bei unterschiedlichsten Wahlen. Also wie Sie bereits erwähnt haben, war das Rennen zwischen CDU und unserem guten Abgeordneten Herr Dörrmann sehr knapp. Aber diesmal wird es sein, dass auch die Grünen eine realistische Chance haben, das Direktmandat zu holen. Es läuft auf einen Dreikampf hinaus. Bei der Kommunalwahl und der Europawahl war es ja so, dass die Grünen allen anderen haushoch davongelaufen sind. Und deshalb denke ich auch, dass ich diesmal der richtige Kandidat bin, weil ich natürlich weiß, wie wichtig Ökologie ist und bin da auch inhaltlich gut aufgestellt und glaubwürdig, aber auch weiß, wie verheerend das gerade ist, ein CDU-Grün-Bündnis, wo für die ökologische Wende die Arbeitnehmerinnen bezahlen sollen. Also ich habe auch hier gehört von den Grünen Landtags- und Bundestagsabgeordneten aus Köln, dass sie sich wünschen, dass Lebensmittel teurer werden sollen, ja, dass Fleisch teurer werden soll. Also wir haben jetzt bei mir im Wahlkreis, ob das Kalk ist, ob das Porz ist oder in der Innenstadt, ja, Menschen, die Schlange stehen, die mit Security davon abgehalten werden müssen, bei den wenigen Tafeln sich das Essen abzuholen und dann zu sagen, die Lebensmittel müssen teurer werden. Das ist eine völlig verfehlte Politik und ich denke, die CDU hat keinen Kompass für das Soziale und die Grünen sind leider nur mit Symbolpolitik beschäftigt und ich glaube, wer da die Verbindung hinkriegt, der ist da auch glaubwürdig. Wir stehen hier an einem symbolträchtigen Ort für viele Kölner, nämlich da fährt der ICE auch nach Berlin, bevor Sie sozusagen nach der Wahl vielleicht mit dem ICE nach Berlin fahren. Wie sind das so die weiteren Schritte jetzt? Zum einen bei der SPD, also wie geht es da jetzt sozusagen in die Nominierung? Und damit man mal so ein bisschen ein Gefühl kriegt, wie denn jetzt so auch unter Corona-Zeiten natürlich das sozusagen jetzt vorangeht. Ja, wie gesagt, man redet mit den SPD-Mitgliedern und den Ortsvereinen in Zoom-Meetings, wo auch alle drei Kandidatinnen und Kandidaten eingeladen werden. Das klappt auch sehr gut. Auch die Teilnehmerzahl ist sehr gut. Manchmal denke ich sogar mehr, als wenn man durch die Ortsvereine gehen würde, weil da doch eher Menschen dran teilnehmen, die schon Funktion haben. Und jetzt kommt man auch mit, in Anführungsstrichen, einzelnen Mitgliedern ins Gespräch oder die einen zumailen oder anrufen und Fragen stellen. Und der nächste Weg ist, dass wir Ende März schon die Versammlung haben, wo die Kandidierenden endgültig gewählt werden. Aber vorher gibt es noch natürlich Zoom-Meetings und Pressegespräche und auch Telefonkonferenzen.